Ja, da auch hoch. Da tut es dir auch weh? Mhm. Ja, ganz so gut. Ach, Entschuldigung. Ja. Oh, das war bitter. Und ich bin total zittrig. Seht ihr, da sieht man das? Wollen wir unsere Zuschauer mal begrüßen? Kannst du mal deinen Bauch einziehen? Das wird wirklich nicht lustiger, dass du öfter so das sagst. Ich find's voll lustig. Und da uns viele auf Instagram vor allem gefragt haben, was wir bzw. auch Julia unter anderem während der Schwangerschaft an Supplements konsumiert, einmal das Vegan Complete. Und zwar haben wir hier Vitamin B12, Vitamin A, Calcium, Magnesium, Eisen und Zink. Dann für mich separat nochmal extra Magnesiumcitrat, weil da einfach für mich zu wenig drin ist. 200 Milligramm reicht mir nicht aus. Hier haben wir Omega-3, D3 und K2. Vor allem für alle Schwangeren, aber auch außerhalb dessen wirklich für jede Person, jeden Menschen. Und erst recht Vitamin D3 im Winter und Folsäure, wobei das nur für Jody ist. Die Produkte haben wir euch natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Schatz! Kommst du? Hast du deine Supplements schon genommen, mein Schatz? Positiv. Positiv, großartig. Komm rüber hier, roll rüber. Okay. Geht's? Okay. Weiß nicht. Es wird nicht besser. Nee. Definitiv nicht. Herzlich willkommen, liebes Team Tapia, zu einem neuen Video. In dem heutigen Video kommt unsere Hebamme wieder zu uns. Und zwar Akupunktur Nummer 3. Diesmal in die Fuße. Soll wohl und ins Bein. Und ins Bein. Soll wohl etwas schmerzhafter sein. Das werden wir gleich herausfinden. Haben wir noch nicht genug Schmerzen. Unter anderem berichten wir euch, warum wir heute... Also ich habe nur 3 Stunden geschlafen. Ich weiß nicht, ob du mehr geschlafen hast. Ich glaube, ich habe so richtig geschlafen, habe ich heute gar nicht. Gar nicht. Ne? Das erzählen wir euch im Laufe des Videos, nachdem unsere Hebamme, die liebe Laura... Heute Morgen da schon. Ja, heute Morgen ein bisschen, ne? Aber das war auch so gut wie gar nichts. Und viele haben uns die Frage gestellt, warum Jodie im letzten Video ihre Handgelenkbandage anhatte. Wo ist die eigentlich hin? Ach, hast du die wieder an? Ja. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Video und wir warten erstmal auf die liebe Laura. Doch vorher muss ich das Sofa mal hier ein bisschen auf Vordermann bringen. Zappalotti morgen immer. Wo sagt man das so? In Bayern. In Bayern. Sag mal im Morgen immer. Wie sagt man? Ich? Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Mein Schatz, willst du den Zuschauern vielleicht mal erzählen, warum du so schlecht geschlafen hast? Warum wir so schlecht geschlafen haben? Ach, ja, Rückenschmerzen hatte ich. So, man kann sich das vorstellen wie Menstruationsschmerzen. Die Frauen unter euch kennen das. Die menstruationsbedingten Rückenschmerzen und Unterbauchschmerzen haben mich die ganze Nacht geplagt. Ist das schön? Schön, ja. Und dann dämmert man gerade so ein und dann bewegt sie sich. Oder dann wird es schlimmer und dann ist man wieder wach. Ja, dort ist so eine Grundhärte die ganze Nacht, ja. Ne, vom Bauch so. Bauch ist wie ein Stein. Ja, und bei mir ist es so, wir sind halt mega empathisch. Wenn Julie nicht schlafen kann, ich merke das, dann kann ich auch nicht schlafen. Ja, ich gehe dann zwar schon meistens ins Wohnzimmer, weil es für mich dann auch leichter ist, weil dann kann ich mich aufs Atmen konzentrieren und kann einen Fernseher anmachen oder so, was mich ein bisschen runterbringt. Aber er merkt es trotzdem jedes Mal. Ja. Ich kann es halt nicht. Abgesehen davon musste ich meine Mutter heute um 5:30 zum Flughafen fahren. Ja. Dementsprechend habe ich auch nur 3 Stunden geschlafen. Ja. Und seit gestern hat Jody Schmerzen. Durchgehend Schmerzen. Es hört einfach nicht auf. Sie wurde jede Nacht davon wach und... Jede Nacht? Jede Stunde davon wach. Und das ist mittlerweile, glaube ich, mehr als anstrengend. Ich probiere ihr da natürlich auch immer Kraft zu geben und sage immer, es wird sich lohnen, wie viele von euch auch geschrieben haben, nach der Geburt, wie man so sagt, sind alle Schmerzen vergessen. Aber man leidet. Hin oder her. Die Frau da draußen, die schon mal schwanger war oder schwanger ist, wird nicht verstehen. Ja. Das will man in dem Moment nicht hören. Das ist schön und gut und man denkt sich dann auch, danke. Aber man muss das selber durch spürt diese Schmerzen. Ja. An alle Männer da draußen, seid einfach bei euren Frauen, tut das, was sie sagen und diskutiert nicht so viel mit denen.
Das ist der absolute Tipp Nummer 1 an euch da draußen. Hast du euch gerade den Tisch abgewischt? Ja, hab ich, klar. Ach so, mal geguckt, wie der aussieht? Ja, mein Schatz, der Tisch ist hinüber, der ist ein paar Jahre alt. Nee, aber das da, guck da mal bitte drüber. Mein Tipp an euch, nicht diskutieren, einfach machen. Ich kann dir gar nicht sagen, Gott froh ich bin, dass du kommst. Warum? Was ist das? Ist die Fruchtblasensprung? Oh, nein, das nicht. Ja, es kommt. Ich habe da schon mal eine Akupunktur. Echt? Schon fast da. Es sticht die ganze Zeit und mein Bauch ist einfach wie ein Stein permanent. Jetzt zieh dich erstmal aus. Ist so gut. Also ich find's gut. Ja, ich find's nicht gut. Es ist doch so schmerzhaft hier unten. Sehr gut. Heute mal trainieren wir den kleinen Zeh. Oh ja. Jetzt geht's los. Käffchen für dich? Gerne. Aber Fruchtwasser hat ja nicht das Gefühl, dass abgegangen ist, ne? Mhm. Danke. Immer wieder, wenn ich huste oder so, aber das ist halt wahrscheinlich Pipi, ne? Ja. Ja, 30% prozentiger Blasensprung. Echt? Nur 30%? Ich finde das eigentlich wenig. Ja, ich finde das auch wenig. Ich habe immer das Gefühl, so Fruchtblase platzen ist so der gängige Standard. Dann tut es natürlich auch mehr weh in dem Moment, ne? Weil der Puffer dann weg ist zwischen Köpfchen und Muttermund, ne? Ja, aber der, also ist mega tief, ne? Guck mal hier. Und der ist halt mega empfindlich auch jetzt. Ja? Tut das weh? Ja, also angenehm ist es nicht. Wo tut's weh? Ja? Also wenn du da drückst, tut's mir hier unten weh. Mhm. Echt? Ja. Weil sie da unten dagegen drückt. Ah. Ja, da auch hoch. Da tut sie auch weh? Mhm. Ja, meinst du das? Ach, Entschuldigung. Nö, alles gut. So doll wehtun soll es eigentlich nicht. Da hat man ja immer dann denken. Also mir tut's eher hier unten weh dann. Dann zieht's da unten. Oh, okay. Dein Sodbrennen ist auch durch das Natron besser geworden, genau, ne? Durch Natron und durchs Runterrutschen vom Bauch. Ja. Kleiner Tipp an alle Zuschauer da draußen. Natron und abwarten. Also so Renny zum Beispiel ist auch Natron drin, das kennen ja viele. Stimmt, das sind diese Kautabletten. Genau, die dürfen Schwangere ja auch nehmen. Und dann gibt es noch Maloxan und Gaviscon. Ja, das kann man auch in der Apotheke kaufen. Wir haben pures Natron. Ja, genau. Und das kann man auch nehmen. Backnatron haben. Ja, genau. Ja. Mhm. Drück den kleinen Zeh so ein bisschen ab. Oh, das war bitter. Echt? Oh nein. Oh nein, oh doch. Geht's? Oh, das hat's wehgetan? Ja. Er ist aber nicht so tief drin. Oh mein Gott. Halleluja. Wo sind die denn? Da und da. Oh, nee, mein Lieb. Oh mein Gott. Von den Socken, glaube ich. Ja. Das habe ich tatsächlich hier gespürt. Also jetzt kommen die Nadeln raus und dann kommt auch die kleine. Akupunktur wäre noch drin. Ich habe auch wenig geschlafen. Einmal ist noch drin. Einmal ist noch drin. Friday. Ich würde mich aber auch freuen, wenn du vorher entbindest. Ja. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Schreibt in die Kommentare, kommt sie noch vor der vierten Sitzung, ja oder nein? Es bleibt spannend. Also Jodie sagt, es hat irgendwie irgendwas im Körper angeregt. Ich habe das schon beim Reinstechen gemerkt, dass sich hier was zusammengezogen hat. Das kam natürlich auch vom kurzen Schmerz, weil die waren echt ein bisschen unangenehm. Ja. Aber ja, und ich habe dann richtig wie so eine Hitzewelle von den Füßen bis auf in den Kopf gespürt. Und jetzt gerade spüre ich so richtig so ein bisschen Herzklopfen und ich bin total zittrig. Seht ihr das? Sieht man das? Ja, okay, das sieht man. Das sieht man definitiv. Ja, krass. Obwohl ich gut, also ich habe gut gegessen, ja. Ich habe keinen Kaffee getrunken, also. Also man sagt ja über Akupunktur, da gibt es ja nichts wirklich Standhaftes, aber Wissenschaftliches. Aber ich muss echt sagen, jedes Mal bisher hatte ich einen Effekt. Ja. Also ob zum Beispiel gestern... Nee, nicht gestern. Wann war das, wo sie da war? Freitag. Ja. Habe ich danach erstmal richtig gepennt, weil ich hundemüde war. Ja, das hat den Körper irgendwie überfordert, ne? Also irgendwas arbeitet da definitiv im Körper. Und wir sind gespannt, ob wir es dann wirklich bis zur vierten Akupunkturrunde am Freitag aushalten. Und heute ist ja Montag. Was ihr nicht gesehen habt, die Hebamme hat mich gerade noch untersucht untenrum. Und sie meint, es fühlt sich alles sehr gut an. Mein Gebärmutterhals ist schon ein bisschen verkürzt. Und sehr weich. Also das ist auf jeden Fall sehr gut, ein sehr gutes Zeichen. Und ich habe so einen leicht bräunlich-rötlichen Ausfluss. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass sich die Gebärmutter öffnet. Hope so. Wie eine kleine süße Blume, wie wir gelernt haben. Wenn eine kleine Blume macht sie auf,
So, und dann sieht sie schön aus. Und dann kommt unser schönes. Mehr weh als eine kleine Blume. Genau. Wer weiß, wer macht. Vielleicht haben Blumen auch so eine Schmerzen. Man weiß es noch nicht. Aber möchte ich keine Blume sein. Mein Schatz, kannst du den Zuschauern jetzt noch mal ganz kurz erläutern, was ist denn mit deinem Handgelenk eigentlich passiert? Ja, Jody hat es übertrieben, was soll man sagen? Ja. Man sagte ja zu mir, dass viel Bewegung hilft. Und Jody meinte dann, sie müsste die Badewanne entkalken. Ja, und die ganze Bude und die Küche achtmal am Tag putzen. Und nicht nur einmal, alles. Staubsauger. Und ich habe ja eh schon Wassereinlagerungen in den Händen, wobei es jetzt gerade eigentlich geht. Ja, ist besser geworden. Ist besser, ne? Geworden ein bisschen. Und das hat es halt auch noch begünstigt, dass ich jetzt eine schöne Sehnenscheinentzündung habe. Also wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, aber es tut ein bisschen weh. Ja, mit der Bandage geht's besser. Ist nicht extra dafür, aber... Ja, ist nicht extra dafür gedacht. Die ist aus dem Training. Genau, die ist aus dem Training von mir nämlich. Aber die tut, was sie soll und es passt. Ja, und ich bin total durch. Du bist durch, ne? Dann würde ich sagen, mein Schatz, grüßen wir noch ein paar Herrschaften. Dann schließen wir das Video heute ein bisschen früh ab. Wahnsinn, wie viele Kommentare einfach im letzten Video auch wieder kamen, ne? Das ist auf jedes Mal aufs Neue mega verrückt. So, ich mache jetzt hier Zufall. Und zwar grüßen wir die liebe Fedelia Hira mit dem Kommentar: Ich hoffe, ihr habt eine normale Geburt mit null Problemen und ich hoffe, sie kommt gut auf die Welt. Bin gespannt. Hashtag Vielen Dank, liebe Grüße an dich. Kommt noch eine weitere Person. So. Wir grüßen Soso CC. Freue mich schon auf die Kleine. Hashtag Team Tapia. Und wir erst, Freunde. Und wir erst. Sammy World. Hashtag Team Tapia. Ich habe euch mega lieb. Ich hoffe, die Kleine kommt bald. In naher Zukunft. Liebe Grüße und hoffentlich könnt ihr mich grüßen. Ha! Das hat geklappt. Das hat ja direkt mal geklappt in dem Sinne. Liebe Grüße an dich. Genau, ganz liebe Grüße und in dem Sinne, meine Freunde, verabschieden wir uns für dieses Video. Und Jody geht jetzt eine Runde ratzen und ich kann PlayStation spielen währenddessen. Nein, dann kommt wieder. Ach komm schon. Komm schon, lass mich ein bisschen spielen. Na gut. Gute Nacht, mein Schatz, am helllichten Tag. Mach's gut, Freunde, bis zum nächsten Video, wenn hoffentlich die Kleine wieder da ist. Wieder da ist. Ich denke jetzt so wie eine Prinzessin. Tschüss, gute Nacht, Prinzessin.